Liebe Freundinnen, liebe Freunde, heute ist Samstag, der 16. Februar 2013. Wir haben uns zu einem Tag der Achtsamkeit in München, Johanneskirchen, versammelt. Und ich möchte mit euch ganz gerne mal das Thema Liebe betrachten. Und zwar Liebe in dem Sinne, wie der Buddha es gemeint hat, als er von den vier grenzenlosen Geisteszuständen gesprochen hat. Die vier grenzenlosen Geisteszustände sind ja Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut. Im Sanskrit heißt die Liebe, von der wir heute sprechen wollen, ja Maitri bekanntlich und in Pali Metta. Deswegen sagen wir auch Metta Sutra, das davon handelt. Und von dem Wort Sanskrit-Wort Maitri leitet sich auch der Begriff Maitreya ab. Der Buddha der Zukunft heißt Maitreya, weil er der Buddha der Liebe ist. Und unsere Sangha ist ja auch benannt nach dem Buddha Maitreya, Maitreya Sangha. Also es gibt viele Gründe, über die Liebe zu sprechen. Sie wird oft auch übersetzt als liebende Güte. Warum heißen die vier grenzenlosen Geisteszustände grenzenlos? Wenn wir uns den Buddhismus anschauen, wenn wir den Buddha irgendwas fragen, immer wieder sagt er als Antwort, ja, da muss man den mittleren Weg gehen. Der mittlere Weg ist der richtige Weg. Der mittlere Weg zwischen Sein und Nichtsein und in vielen, vielen Punkten ist immer der mittlere Weg der richtige Weg. So dass man das Gefühl hat, es ist immer der mittlere Weg der richtige Weg. Aber nein, es gibt vier Dinge, wo der mittlere Weg nicht richtig ist, sondern wo man einfach gar nicht zu viel davon haben kann. Nämlich Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut. Deswegen sind sie grenzenlos. Was meint der Buddha damit? Diese Liebe, die er meint, ist eine Liebe, die jeder von uns kennt und jeder von uns empfindet. Im Grunde überhaupt nichts Besonderes. Es ist einfach die Zuneigung und das Wohlwollen, das wir unseren Freunden gegenüber empfinden. Und diese Zuneigung und dieses Wohlwollen empfinden wir unseren Freunden gegenüber, vielen Familienmitgliedern, vielen Kollegen gegenüber. Ja, aber nicht allen. Und das genau ist der Punkt. Darum geht es dem Buddha. Wird auch oft als Begründung als Begründung für das Wort grenzenlos gesehen, finde ich aber ein bisschen einschränkend. Aber im Grunde es geht darum, diese Liebe, die Größe dieser Liebe bemisst sich eben nicht darin, dass sie ein intensives, ein starkes Gefühl ist, sondern dass sie alle umfasst. Im Metta-Sutra heißt es deswegen auch, mögen alle Wesen glücklich und wohlbehalten sein und mögen ihre Herzen von Freude erfüllt sein. Mögen sie alle in Sicherheit und Frieden leben, ob sie nun schwach sind oder stark, lang oder kurz, groß oder klein, sichtbar oder unsichtbar, nah oder fern, bereits geboren oder nicht geboren. Und an diesen vielen Paaren sieht man schon, die ja die Hälfte des Zitats ausmachen, wie wichtig es ist, dass diese Liebe eben alle umfasst. Wobei ich diesen Paaren gerne welche hinzufügen möchte, ja, in der Hoffnung, es ein bisschen klarer zu machen. Ja, mögen sie alle also glücklich und wohlbehalten sein, in Sicherheit und Frieden leben, ob sie nun arm oder reich sind, ob sie männlich oder weiblich sind, ob sie weiß oder schwarz sind, homosexuell oder heterosexuell, aggressiv oder friedfertig, laut oder leise, rücksichtsvoll oder rücksichtslos, fleißig oder faul, erfolgreich oder erfolglos. Ja, wie weit reicht unsere Liebe? Darum geht es bei dieser Liebe, die der Buddha anspricht bei Maitri. Es geht um die Frage, wie weit reicht unsere Liebe? Wir haben die starke Tendenz, wir sind halt irgendwie geprägt durch unsere Eltern, durch unsere Umgebung, in der wir aufgewachsen sind,
durch unsere Freunde. Und wir sind geprägt und wir sind halt irgendwie bei diesen vielen Gegensatzpaaren. Ja? Irgendwo sind wir da halt verortet. Und wir empfinden eine natürliche Zuneigung zu Menschen in ähnlicher Situation, verbinden uns gerne mit diesen, verstehen uns mit diesen und grenzen uns nach außen ab und finden dann die, ja, weiß der Geier was, ja, ich meine, finden dann die Weißen unfreundlich oder die Schwarzen, ja, oder die Männlichen oder die Weiblichen. Ich meine, wir hatten ja genug Beispiele, ne? Ja? Und bauen dann Grenzen auf, lehnen dann ab, eben andere, die anders sind, warum auch immer. Ja, durch ihre Prägung, die eben anders war. Durch ihre Umgebung, die anders war. Durch ihre Geschichte, die anders war. Ihre Erfahrungen, ihre Erlebnisse. All das kann prägen. Und grenzen uns von denen ab. Und, ja, und schließen dann eben gewisse Leute aus von unserer Liebe. Wir verstehen uns eben mit den meisten Kollegen, aber nicht mit allen. Wir schließen manche Kollegen aus dieser Liebe aus. Wir schließen den lauten Nachbarn aus, den unfreundlichen Kollegen. Eine Person des öffentlichen Lebens, auch das lieben wir. Ne? Die Zeitungen, also die machen ja auch Fehler. Ne? Leute, die im öffentlichen Leben stehen, machen auch Fehler, nicht nur wir. Und ja, und dann regen sich alle furchtbar auf. Ne? Wie kann man nur? Ja, und schließen eben diese Person des öffentlichen Lebens aus, ich nenne jetzt gar keine Namen, Gruppen oder ganze Gruppen von Menschen, die halt gerade in der Kritik stehen, wegen ihres Verhaltens. Diese Frage jetzt mit diesem Ausschließen und mit der Liebe werfe ich jetzt nicht auf, das ist ganz wichtig, weil irgendjemand meint, ja, das wäre toll, wir sollen alle lieben, wir müssen alle lieben, weil das besser ist, weil sich in der Gesellschaft dann mehr Frieden ist, weil das eben von, ja, ich sag mal, von Gott Regeln sind, die uns auferlegt sind. Das ist alles nicht der Punkt, sondern es kommt von einer ganz anderen Seite. Wie der Buddha sich mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, was war sein Ausgangspunkt? Sein Ausgangspunkt war schlicht und ergreifend dass er gesehen hat, dass viele Menschen leiden. Im Grunde jeder. Mehr oder weniger und vor allem unter anderen Dingen. Das Leiden ist sehr verschieden. Wir haben ja gehört von Sangha-Mitgliedern, die unter Krankheit leiden. Ja, wir alle leiden offenbar weniger unter Krankheit, aber wir leiden unter anderen Dingen. Der Buddha ist ausgegangen von dem Leiden, was er gesehen hat in der Welt. Und er hat einen Weg gesucht, das Leiden zu überwinden. Das war sein Ausgangspunkt. Ein Weg, wie wir heil werden können, wie wir in dieser Welt leben können, ohne die Welt ändern zu müssen und trotzdem glücklich sind, zufrieden sind, eben heil sind. Das war sein Ausgangspunkt. Und wie er tief in diese Frage geschaut hat, da ist ihm klar geworden, dass Hass und Ablehnung zwei der ganz tief in uns sitzenden, grundlegenden Gründe sind, warum wir leiden. Ihr kennt es ja aus den vier edlen Wahrheiten. Wenn man es kurz fasst, sind die Gründe fürs Leiden Gier, Hass und Verblendung. Und der Hass ist genau das Gegenteil zu der Liebe, von der wir heute sprechen, ist eben diese Ablehnung. Hass ist das starke Wort und wenn Schwäche ausgeprägt ist, eine Ablehnung, Ausgrenzung, ein Herabsehen. Es gibt's in allen möglichen natürlich Schwarz-Weiß-Töne, ne? Von Liebe bis zu Hass. Gibt's alle Töne, Farben. Ja, und seine Einsicht war eben die, dass diese Ablehnung, diese Ausgrenzung, dieses und im Extremfall der Hass, dass der einer der wesentlichen Gründe ist für unser Leiden. Und er wollte, dass wir heil werden. Machen wir vielleicht mal ein Gedankenexperiment. Stellen wir uns mal vor, es gibt irgendjemand, den wir also überhaupt nicht leiden können. Und wir gehen so auf der Straße und diese Person geht auf der anderen Straßenseite vorbei.
Also wir sehen schon, ne? Wir sehen die andere Person auf der anderen Straßenseite, aber wir merken auch, die Person sieht uns nicht, geht da einfach weiter, es kommt eh zu keinem Kontakt. So, wir sehen diese Person, die wir überhaupt nicht leiden können. Was tut sich bei uns? Was passiert? Ja, wir spüren die Ablehnung. Wir spüren hier diese Verspannung, dieses unangenehme Gefühl. Und was hat der andere eigentlich gemacht? Ich meine, gut, früher hat er irgendwas gemacht, ja, irgendwann mal, ja. Hat eine alte Geschichte. Aber jetzt gar nichts, ne? Wir sehen an diesem Gedankenexperiment, dass die Ablehnung, dass der Hass uns in jedem Augenblick schadet, wo wir es empfinden. Es ist sehr wichtig zu verstehen. Es schadet uns, sicherlich auch den anderen, aber es schadet uns. Das ist der Ausgangspunkt und das hat der Buddha sehr deutlich und sehr klar gesehen. Und das ist eine der wesentlichen Aussagen der vier edlen Wahrheiten, dass das eben ein Gift ist. Das nennt man auch die Wurzelgifte. Gier, Hass und Verblendung sind die Wurzelgifte, weil sie uns vergiften. Ich habe das mal sehr, für mich eine sehr prägende Erfahrung, obwohl es gar nicht dramatisch war, war doch, wie ich einmal abends, ja, zu Bett gegangen bin und die Nachbarn haben eine Party gefeiert. Ja, es war laut, es war spät, ich konnte nicht einschlafen. Ja, und dann haben wir gedacht, was nun? Haben wir gedacht, jetzt sozusagen vom Balkon runterschreien wird wohl nicht die Lösung sein. Muss es doch noch eine andere Möglichkeit geben. Und wie ich so angefangen habe nachzudenken, na gut, kam mir der Gedanke, na gut, das sind die Kinder von drüben, vom Nachbarn. Ja, das glaube ich, machen die sogar einmal im Jahr. Das war Sommer, ne? Sie waren draußen. Ja, die reden halt laut. Gute Stimmung, sie verstehen sich gut, sie sind lustig, sie freuen sich. Und eigentlich sind sie ja nett. Und ja, es ist ja schön, wenn sie Spaß haben. Und dann bin ich eingeschlafen. Und die Interpretation der Geschichte ist es eben, was uns nicht einschlafen lässt, ist nicht der Lärm, sondern der Ärger. Das ist die wesentliche Einsicht. Und das habe ich auch, ich meine, das ist jetzt für mich kein Standardproblem, deswegen konnte ich das dann lange Zeit nicht mehr testen, ob ich jetzt sozusagen das funktioniert. Erst dann mal wieder in Waldbröl beim Retreat, da gibt's immer einen Schnarcher, ich bevorzuge mittlerweile die Vierbettzimmer. Einer schnarcht immer. Aber ich dachte, klar, genau, das ist es. Einer schnarcht. So. Das geht sicher wieder genauso. Ja, es ging genauso. Es ging genauso. Wenn ich mir denke, mein Gott, wie kann der nur einschlafen vor mir? Wie, ja, muss der schnarchen? Muss der in ein Vierbettzimmer gehen, wenn er schnarcht? Ja? Nein. Ja, der schnarcht. Schläft gut, ist doch völlig in Ordnung. Ja, wunderbar. Ganz normal, alles bestens. Ich lieg weich und bequem da. Achte auf meinen Atem. Einatmen, ausatmen. Ja, und schlaf ein. Ja? Und das sind jetzt sozusagen die kleinen Themen, die kleinen Probleme. Aber dieses Prinzip gilt einfach ganz grundsätzlich. Das ist ein ganz grundsätzliches Prinzip. Wir können uns bei den kleinen Dingen leicht üben. Und wenn wir damit Erfolg haben, können wir weitergehen. Und können uns anschauen, ja, wo lebe ich in Unfrieden? Wo habe ich meine Schwierigkeiten? Und die meisten von uns haben schwierige Nachbarn. Also irgendeiner von den Nachbarn, ne? Nicht alle, manche. Ne? Schwierige Kollegen. Und es ist eine Herausforderung, Frieden zu schließen. Ja, schwierige Kollegen, gell? Oder Nachbarn, ja. Gibt's, ist völlig normal. Und die Frage ist, wie schafft man das, Frieden zu schließen? Denn das Entscheidende bei dieser Liebe ist ja, sie in diese Liebe einzuschließen. Das heißt, einseitig Frieden zu schließen. Die Ablehnung, ja, und den Hass aufzugeben und sie einzuschließen in die Liebe. Und
Das Grundprinzip hatten wir schon bei meinem ganz einfachen Beispiel mit dem Einschlafen. Es ist nämlich einfach Verständnis gewinnen. Verständnis gewinnen für die Situation der anderen. Und mit Verständnis oder Verstehen sagen wir auch, ne? Liebe entsteht aus Verstehen. Wobei bei dem Verstehen es eben drum letztlich geht, nicht wirklich um ein richtiges Verstehen im wissenschaftlichen Sinne, sondern um Verständnis. Das heißt, dass wir uns vorstellen können, wieso die vielleicht so geworden sind, wie sie sind, wieso diese Menschen nicht anders handeln können, warum die glauben, so handeln zu müssen. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir Verständnis. Dann können wir ihre Not verstehen, ihre Begrenztheit, ihre Schwierigkeiten. Und das ist selbst dann hilfreich, wenn wir es nicht ganz treffen. Also wenn wir es sozusagen falsch verstehen. Ja? Weil entscheidend dabei ist ja nur, dass wir das Verständnis gewinnen. Und die Frage ist immer, ja, kann man das auch bei schrecklichen Dingen? Und unsere Tendenz ist ja immer wieder zu sagen, ja, okay, gut. Okay, beim Einschlafen, ja, mit den Nachbarn, okay, klar. Aber wir bauen dann immer gerne wieder irgendwo eine Grenze auf und sagen, nee, aber das kann man nicht verstehen. Ne? Dafür kann man kein Verständnis haben. Das ist so eine starke Tendenz in uns. Und Tai hat deswegen einen ganz besonders schwierigen Punkt rausgegriffen und sehr bildlich erklärt. Die Vietnamesen, die heute im Westen sind, sind ja sehr viele oder die meisten, ja, geflohen unter dramatischen Umständen, als Boat People, wie man sagt, ne, sind mit Booten über das Meer geflohen und haben viel Leid dabei erdulden müssen, durch Piraten zum Beispiel. Also viele sind natürlich auch gestorben dabei, aber die es überlebt haben, haben auch viel Leid durch Piraten erlebt. Deswegen ist sozusagen dieser Pirat in gewissem Sinne das Schlimmste für diese Boat People, ne. Tai schreibt in seinem Buch Innerer Friede, äußerer Friede, kann ich ohne Vorrede einfach so vorlesen. Eines Tages erhielten wir einen Brief, der uns von einem Mädchen berichtete, das auf einem kleinen Boot von einem Tai-Piraten vergewaltigt worden war. Sie war erst 12. Sie sprang nach der Vergewaltigung ins Meer und brachte sich um. Wenn Sie so etwas erfahren, werden Sie als erstes Wut gegenüber dem Piraten empfinden. Sie stellen sich natürlich auf die Seite des Mädchens. Wenn Sie tiefer schauen, werden Sie es allmählich anders sehen. Stellen Sie sich auf die Seite des Mädchens, ist es einfach. Sie brauchen nur ein Gewehr zu nehmen und den Piraten zu erschießen. Aber das können wir nicht tun. Ich sah in der Meditation, dass ich selbst ein Pirat wäre, wenn ich in seinem Dorf geboren oder unter denselben Bedingungen aufgewachsen wäre wie er. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich Pirat geworden wäre. Ja, das ist natürlich für viele schwer verdaulich gewesen, aber Tai hat es für notwendig gehalten. Drum bringe ich auch die Geschichte. Natürlich denke ich, dass er tiefer geschaut hat in die Situation, die dort ist in Thailand, in diesen Fischerdörfern. Und es gibt auch eine andere Geschichte, die habe ich nur jetzt nicht gefunden in der Vorbereitung, wo er mehr drüber schreibt. Aber worum es geht, ist nicht wirklich die einzelne Person genau zu verstehen, sondern nur zu verstehen, wie man so werden kann, um das Mitgefühl zu entwickeln und die Liebe zu entwickeln. Und immer wieder werden wir sagen, ja, aber warum? Ne? Das muss ja nicht sein. Ja, warum? Ich hatte das Beispiel ja schon mit dem Menschen, den wir hassen, auf der anderen Straßenseite gebracht. Aber wir neigen dann dazu, den Hass zu kultivieren gegen Leute, denen wir nicht begegnen. Ja, die Terroristen oder so, ja, oder Islamisten oder irgendetwas. Und kultivieren dann diesen Hass. Aber auch das ist eine schleichende Vergiftung unseres Herzens. Das dürfen wir nie und nimmer übersehen. Und es gibt da ein wunderbares Beispiel, ja, was mehr mit unserer Geschichte zu tun hat. Es geht um eine Frau, die als Kind in einem KZ war. Und wie sie befreit wurde, war sie noch Kind.
und ist dann geflohen, also ausgereist ist sie in die USA und hat dann eben ihr Leben dort verbracht. Und die Geschichte spielt in den 90er Jahren, dass dann irgendein KZ-Wärter sich unbedingt entschuldigen wollte bei einem konkreten Opfer, stellvertretend für alle. Und er hat sie ausfindig gemacht und hat ihr geschrieben, wie wichtig ihm das wäre und wie gerne er das machen will. Sie hat anfangs gezögert, aber es ist dann letztlich doch dazu gekommen. Das heißt also, sie hat ihn sprechen lassen, hat ihm zugehört und sie konnte am Schluss, also wir wissen nicht genau, wie das Gespräch verlaufen ist, aber am Schluss das Ergebnis war, sie konnte Verständnis gewinnen. Sie konnte ihm verzeihen. Und in den Monaten danach ist ihr dann auf einmal klar geworden, welche Veränderung seit diesem Tag in ihr geschehen ist. Sie sagt nachher, an diesem Tag, wo sie verzeihen konnte, seit diesem Tag hat sie sich nicht mehr als Opfer gefühlt. Seither hat sie sich frei gefühlt. Sie selber war frei von dem Gefühl, ein Opfer zu sein. Das sind ihre Worte. Und sie hat es in diesen Worten auch veröffentlicht, weil sie das so bedeutsam fand, so, na gut, ist es ja auch, aber auch überraschend für sie. Und hat es veröffentlicht, es ging dann durch die Zeitung in den USA, natürlich auch in Israel und auch bei uns. Daher weiß ich es ja. Die Reaktionen waren, wie zu erwarten war, sehr unterschiedlich. Natürlich gab es Menschen, die gesagt haben, sowas kann man nicht verzeihen. Und es gab andere, die gesagt haben, ein tolles Beispiel, dass das stimmt, was der Buddha gesagt hat. Natürlich hat sie jeden Grund, ja, zu hassen und abzulehnen. Natürlich hat sie jeden Grund. Gute Gründe, beste Gründe. Und doch tut es ihr nicht gut. Das ist einfach die traurige, ja, oder auch gute Wahrheit. Es ist einfach, so ist es einfach. In dem Moment, wo sie verzeihen konnte, ist eine Last von ihrem Herzen gefallen und sie hat sich frei gefühlt. Das hat ihr sehr, sehr gut getan. Und das Gleiche werden wir spüren jedes Mal, wenn wir einen alten Streit beilegen und wenn er nur in unserem Herzen ist. Wir können auch heute noch der gestorbenen Großmutter verzeihen oder den Eltern. Das können wir. Und wenn wir es können, werden wir ganz direkt davon profitieren. Ich habe jetzt sehr viel gesprochen vom Friedensschließen, von Liebe mit anderen Menschen. Was wir dabei aber nicht vernachlässigen dürfen, ist natürlich auch uns verzeihen, uns selber verzeihen, Frieden schließen mit uns eben anzunehmen, wie wir sind, mit all unseren Unzulänglichkeiten, Schwächen, eben so, wie wir halt gerade sind. Das ist sehr wichtig und eigentlich ist diese Fähigkeit der Liebe zu uns selbst nicht wirklich trennbar von der Liebe zu den anderen. Nur wenn wir uns selber annehmen können, werden wir auch die anderen annehmen können. Wenn wir die anderen annehmen können, werden wir uns selbst annehmen können. Thay hat einen schönen Spruch für die Jugend zuerst erwähnt, der heißt, sei schön, sei wie du bist. Das ist ein sehr schöner und sehr wichtiger Spruch, weil manche von uns einfach dazu neigen, jetzt sich nur darum zu kümmern, anderen zu verzeihen, Frieden zu finden. Und wenn sie das aber nicht mit sich selber können, dann kommt es zu einer Art Blockade. Im Grunde ist es so, dass unsere Liebe zu anderen und die Liebe zu uns sind so wie unser linkes Bein und unser rechtes Bein. Natürlich kann das linke Bein weiter vorne sein als das rechte. Und das rechte kann weiter vorne sein als das linke. Aber wenn wir eine größere Strecke betrachten, zum Beispiel den Weg von zu Hause bis zur U-Bahn, dann werden wir sehen, das linke Bein wird dem rechten Bein niemals weglaufen. Und das rechte Bein wird dem linken Bein nicht weglaufen. Sie werden immer doch relativ nah beieinander sein. Und so ist es auch mit der Liebe zu uns selbst und der Liebe zu anderen. Je nachdem, wo wir gerade die Spannung spüren, die Schwierigkeiten spüren, dort müssen wir halt sowas tun. So wie beim Gehen.
wenn der linke Fuß hinten ist, werden wir den linken nach vorne geben, nicht den rechten noch weiter vor. Sondern wenn der linke hinten ist, werden wir den linken vorgeben und wenn der rechte hinten ist, werden wir den rechten vorgeben. Und so geht's weiter. Das ist unser Weg. Ich möchte zum Schluss noch Jesus zitieren. Er sagt in der Bergpredigt: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Das ist natürlich jetzt einerseits schön klar. Es spricht direkt die Feindesliebe an, also das, was ja im Buddhismus manchmal ein bisschen untergeht bei der liebenden Güte. Er spricht gleich das Problem an, sehr konkret, worum es geht. Und er stellt den ganz hohen Anspruch nochmal an den Schluss. Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Also es ist einerseits toll, weil wenn er das so sagt, ist es offenbar möglich. Aber natürlich ist es wichtig, dass wir das richtig verstehen, als eine klare Richtung. Er gibt uns ein Fernziel, in das wir uns entwickeln. Und wir nehmen uns an, dass wir sind, so wie wir sind. Unsere Liebe reicht heute genau so weit. Und so sind wir. Er gibt uns eine Richtung vor und jetzt entwickeln wir uns. Wir sollen das als Motivation sehen, als Inspiration sehen, so wie ja auch ein junger Fußballer, wenn er Champions League schaut, der wird sich auch nicht denken, ma, wie der Ronaldo spielt, das werde ich nicht schaffen. Nein, er wird sagen, toll, so möchte ich auch spielen. Und zu 99,9% schafft das nicht. Und er macht sich keine Gedanken drüber. Das ist gut so. Er macht sich keine Gedanken drüber, sondern er entwickelt sich einfach in diese Richtung. Versucht Schritt für Schritt weiterzugehen in diese Richtung mit diesem Vorbild. Und so wird es auch ein junger Musiker machen, ein junger Geiger, wenn er an Sophie Mutter hört, wird auch sagen, toll, er wird weiter üben. Und zu 99,9% wird es nie so gut klingen. Und das macht gar nichts. Aber es gibt eine Richtung vor, es ist eine Motivation. Was möglich ist, was Menschen möglich ist, und wir gehen einfach in diese Richtung. Und das Schöne ist, dass jeder kleine Schritt in die richtige Richtung, jeder kleine Friedensschluss mit einem Verwandten, mit einem Nachbarn, mit einem Kollegen oder mit irgendeiner fremden Menschengruppe, von der wir in der Zeitung lesen, die wir für ganz schrecklich halten. Jeder kleine Friedensschluss, jedes kleine Annehmen von einer Unzulänglichkeit, von einem Fehler in uns. Jeder kleine Schritt ist ein guter Schritt und ein wertvoller Schritt in die richtige Richtung und belohnt sich selber, weil er ein Stück mehr Frieden und Freude in unser Leben bringt.